Ahoi, Pinguine, Crab Racer, neue Folge, heute mit Super Tuxcard. Das wurde uns des Öfteren vorgestellt, dass wir einen Blick darauf werfen sollten, dass es eine Open Source Rennspiel, dass man gratis runterladen kann und weil das das Maskottchen von Linux ist. Ja, es basiert auf dem Linux-Maskottchen, wie guten Tux-Pinguin und alles, was ich hier weiß. Es gibt einige Tux-Spiele. Linux ist ein Personal Computer Betriebssystem mit Open Source Entwicklung. Und daher weht der Wind. Ahoi. Es gibt einen Story-Modus. SpongeBoy Ahoi. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich habe eigentlich, ich habe vorhin nur kurz in Rennen reingeschaut. Die das Spiel hat aber an sich unerwartet viele verschiedene Fahrer und Strecken. Oh, der gefällt mir nicht. Der Charakter sieht direkt irgendwie aus wie so ein Nilpferd-Drachen-Hybrid. Der sieht aus wie Bowser. Ohne Panzer. Aus wie Bowser. Oh Gott. Und er ist ziemlich. Ich bin sehr überrascht über die Entscheidung, dass sie den Story-Modus gemacht haben mit Cutscenes. Gemessen daran, dass es einfach nur so ein Hobbyprojekt ist von ein paar Leuten. Warum ist es bewölkt? Warum haben sie es nicht einfach schön aussehen lassen? Ja, weil jetzt was Schlimmes passiert. Ja, aber es ist ja wohl entführt. Dieses Wetter will man nie. Es ist kein schlechtes Wetter, sondern es ist nur Hamburg. Dieses... Ja. Das sind die Schlümpfe. Ich gucke gerade raus. Wie fallen dir die Türen? Mocki. Ich könnte jetzt ein Bild von meinem Fenster machen. Bei mir ist genauso bewölkt. Und es wäre 1:1. Da ist er wieder. Was ist los, ihr kleine Hippies? Fehlt euch euer Gnu-Anführer? Das wäre, wenn die Augsburger Puppenkiste die Cooperlinge umsetzen würde. So würde das aussehen. Ja. Es ist einfach Nepomuk und Ludwig in einem. Sagen wir Larry. Nee. Baby, wie heißen die? Mini-Bowser. Oh nein, nicht so, sei nicht so traurig, Tux. Wieso ist Tux fettleibig? Hast du es gesehen? Ich weiß es, die Charaktere sind nicht darauf ausgelegt, außerhalb von einem Kart zu sein, denke ich einfach mal. Ja, so habe ich es mir auch überhaupt nicht vorgestellt, wie Tux aussieht. Der hat irgendwie, hatte eine Narbe am Bauch gehabt, das sah ganz komisch aus. Ja, ich denke, man sieht, dass sein Unterkörper... Ich glaube, er sollte nicht einfach so dastehen, er ist eher darauf ausgelegt, in einem Kart zu sitzen. Ja, da funktioniert er wesentlich besser, wie du siehst. Er sah aus wie so einer mit Bierbauch am Strand. Nein, das sieht nicht aus. Oh, das ist cute. Was war da eben los? Ja, ich weiß auch nicht. Dann haben wir Pigeon. Ja. Yeah. Ich wünschte, ich könnte die drehen. Die macht. So, das mache ich übrigens immer, wenn ich Ton für meine Videos aufnehme. Oh, das ist Standard. Wo ich Schauspieler. Geh nochmal auf Pigeon. Immer wenn ich so vor meinem Mikro irgendwas schauspielern muss, dann gehe ich mir immer automatisch durch die Haare. Ich weiß nicht warum, ich glaube, weil es mir unangenehm ist. Ja, yeah, das kann gut sein. Und das ist der Photoshop-Lady. Yeah. Oh nein, das ist Kiki. Standard ist was auch immer. Ist das einfach das Paint-Programm von Linux, oder? Ich habe keine Ahnung. Beastie! Ich denke mal, es wäre unterhaltsamer, wenn wir wüssten, worauf das hier Anspielungen sind, aber... Ich weiß nicht, ob so viele Anspielungen sind. Oh, da ist Gimp! Was, wo ist Gimp? Da hat noch einen Leiter rechts. Das? Na klar, das ist doch das Zeichen von... Oh, Gimp, ja, da steht's. Ja. Ja, der Tux. Der Pinguin wurde ursprünglich auch in Gimp gemacht, passenderweise. Alter, ja. Oh, und das müsste der Blowfish sein. Kennst du das Symbol von Gimp? Also ist das Programm, ist das dieser Kugelfisch mit zwei Zähnen, der in allen PC-Spielen ist? Ich kenne wortwörtlich... Wen wollen wir nehmen? Wollen wir Gimp oder Tux? Ich kenne wortwörtlich niemanden hier außer Gimp. Ich kenne nicht mal Tux. Ich kenne Tux nicht mal richtig. Oh, wir haben ja Overworld. Das ist Diddy Kong Racing. Das ist Diddy Kong Racing. Ich will nicht das Tutorial machen. Open Source Diddy Kong Racing könnte ziemlich super werden. Es ist interessant bisher. Null. Machen wir das. Ich hab dir gerade noch mal geschickt, wie das Symbol von Gimp ist. Oh yeah, ich habe Gimp nicht verwendet. Ich hatte mal. Ja, okay, weil man erkennt es auf den ersten Blick, dass er das ist. Ja, das stimmt. Ich meine, es sieht an sich nicht schlecht aus. Erinnert mich an Moorhuhn-Kart gerade. Vor fertig darfst du nicht Gas geben. Ups. Und da unten steht auch, wer das Elite gemacht hat. Die Ozone One. Fehlstart. Fehlgeschlagen. Das Spiel steuert sich an sich auch gut. Das Problem ist nur, dass Driften sehr seltsam ist. Oh, das war interessant. Ach, SpongeBob. Durchgefallen. Siehst du, wie seltsam das Driften sich steuert? Oh ja. Nein, sobald man. Moment, wenn ich um die Kurve. Ich kann's vermuten. Oh Gott. Man geht ja gar nicht in die Kurve. Ja, das ist Driften. Ich werde nicht oft driften. Oh, eine Fliegenklatsche. Obwohl, vielleicht,
Vielleicht ist das ein inneres Driften, wenn du stark nach links lenkst. Vielleicht funktioniert es dann. Oh! Oh, das war beeindruckend, dass du es geschafft hast. Spielt mich an sich aber sehr stark an Morhunkart. Und weißt du was? Ich glaube, ich will es ein bisschen lauter machen. Das habe ich doch gerade gesagt. Oh, hast du? Ja. Das war nämlich auch, das wollte ich, als ich es vorhin kurz eingeschaut habe, dachte ich mir, das ist eine Sache, die ich erwähnen muss. Das ja, das war mein erster Satz, als ich die Strecke gesehen habe. Ja, ich erinnere mich. Das ist vielleicht ein bisschen zu laut. Lass mich auf 2 gehen. Also das hier sieht vor allem so viel besser aus als die Overworld und die Cutscene am Anfang. Ja, das ist halt das, was sie... Oh, schau die Schweine an. Ja, das ist halt das, worum es geht. Ja, das sollten sie. Das Spiel hat auch super viele Strecken tatsächlich. Also mehr, als man denken würde. Die Bananen sind aus Mario Kart geklaut, das finde ich nicht cool. Und es gibt noch, neben den Items gibt es noch Turboflaschen aufzusammeln, wenn man die hat. Wenn man genug davon hat. Siehst du die blaue Anzeige unten rechts? Dann kann man... Kann man erstmal eine Runde losboosten. Das ist der Double Dash in schlecht. Yeah. Ich habe letztens, kennst du vielleicht den YouTuber Relax Alex? Ja. Yeah. Der hat ein Video über Double Dash gemacht und er hat da an der einen Stelle irgendwie einen Joke darüber gemacht. Mark hat Double Dash. Es wurde so genannt, weil... Nein, ich weiß nicht, warum sie es so genannt haben. Es gibt keinen Move im Spiel, der so heißt. Und ich dachte mir so, was? Er wusste es nicht. Ich wusste ja auch nicht, was es Double Dash heißt. Es ist der Double Dash. Der Double Dash ist der Superstart, wenn beide ihn schaffen. Nee, das ist, glaube ich, kann es mir vorstellen, gibt Sinn. Genau, nicht bewusst, nicht mehr. Ich glaube, du hast es auch mal angemerkt, aber so habe ich mir das gemerkt. Das würde ich nie vergessen. Wir haben ihn sogar beide aus... interessanterweise nicht springen, wenn ich hier drin bin. Wir haben ihn ausgeführt zusammen. Das war gut. Ich denke gerne an diesen Moment zurück. Ja, ich erinnere mich so, als ob es gestern gewesen wäre. Aber man fährt ja durch das Haus von irgendwelchen Landeiern. Zählt mir die Wortwahl an der Stelle. Ich meine, mich meinst du nicht. Und schau dir die ganzen Rednecks an. Ich bin das absolute Stadtkind, was 200 Meter entfernt von der Koppel lebt. Die Bowlingkugel ist... Das ist aber das Problem, dass es gerade auf leicht ist, deswegen ist es... Bin ich halt wirklich. Hier. Das ist so richtig typisch Speckgürtel. Hätte ich gesehen, dass du den Speckgürtel angeeignet hast. Ja, das ich werde es auch wieder erwähnen. Ich erzähle es jedem, der mich drauf anspricht. Ja, das habe ich gehört. Das hab ich gehört, dass du es öfter erzählst. Ich habe gehört, dass Gaetano und du euch darüber ausgetauscht habt, dass ich euch das immer erzähle. Ja. Und er irgendwie meinte, ja, Johnny erwähnt, dass er... Ja, das ist, weil wir es Expertenrunde angemerkt haben und dann haben und Ricky gesagt, ja, das merkt ihr ständig an. Hab ich gesagt, das merkt ihr auch ständig an. Und hat Firebrand einen Kommentar geschrieben, ach, bei euch merkt ihr das auch ständig an. dann war bei mir im Stream kurz gesagt, ja, yeah, das merkt ihr bei dir also auch ständig an. Und dann hat er gesagt, ja, das merkt ihr ständig an. Das ist aber Bullshit. Ich merke das nur an, wenn man mich behandelt, als wäre ich ein Lauch. Weißt du, wenn es halt nicht vorkommt. Ja, wenn es halt nicht stimmt, also wenn man so tut, ja, Johnny kann ja alles essen, ohne zuzulegen, das war halt früher so. Es ist ein Schmerz, okay? Ich wehre nämlich gern immer noch diese Person, vielleicht muss ich es deswegen immer sagen. Wir alle müssen ja mal erwachsen werden. Ich muss jetzt auf meine Linie achten und damit, das bin ich nicht gewohnt. Ich war früher auch sehr dünn, dann kann die Pubertät. Es fühlt sich einfach falsch an. Ja, die Pubertät geht bei mir noch, bis ich 30 bin, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich meine es ernst, weil ich kriege immer noch mehr Bart. Oh, das ist ein Pinguinfuß als Schlüssel. Oh, wow. Der kam langsam. Du hast leicht Herausforderung gemeistert. Dieses Level erhalte Punkte 6 von 8. Wie 6 Warum von 8? Ist das... Ich verstehe das nicht, wie dieses Spiel zustande gekommen ist. Warum ist das so trashy? Ich da jetzt schon rein, aber ich dafür... Ist das offiziell irgendwie? Das heißt offiziell, ist halt von der Linux-Community. Ich weiß nicht, ob es da wirklich sowas wie offizielle Spiele gibt. Ja schon, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die könnten das besser. Ich weiß nicht, wie viele Leute daran gearbeitet haben. Ich denke, ja, das ist das Ding. Das Spiel ist an sich halt wirklich gut. Das Problem ist nur, dass der Singleplayer ein bisschen wackelig ist mit der Overworld. Ich meine, schau mal an, das ist doch nett. Es ist nett, aber was heißt gut? Also bei Crab Racer habe ich schon einiges gesehen, was so ist. Ja, das stimmt. Das ist... ist halt typisch Crab Racer, man. Ja. Man kennt's. Ist ähnlich wie Logan Card. Logan Card war so eine super Folge. Das war die erste Folge.
Ja, aber ohne Logan Card wären wir nicht hier. Das stimmt. Über mein Leben verlaufen. Nein, generell war die super. Ich hab die einmal selber komplett durchgeschaut, weil die sehr unterhaltsam ist. Ich nicht. Wir haben über deinen Nachbarn geredet und. Ja, das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Was war das? Frisst die Bowlingkugel! Die zielt ja gar nicht. Die ist ja gar nicht. Oh, da soll man an der Seite irgendwas runterfallen können. Ich hab's nicht ganz gesehen, deswegen war das Schild wahrscheinlich auch da. Okay. Gibt es nicht. Haben wir den Lego Racer schon gemacht? Nein. Der Lego Racer, den fand ich auch immer sehr interessant. Bei der Lego. Boah, die Lego Insel. Das muss ich auch nochmal irgendwie im Stream. Lego Island ist ziemlich nervig zum Laufen zu bekommen. Ja, das Spiel muss ich mal irgendwann nochmal spielen, weil ich habe das so die Steuerung ist nämlich so seltsam, um sich zu drehen. Da muss man sich so selbst mit der Maus drehen. Ja, es ist auch so manchmal. Bei Taste dreht man sich immer viel zu schnell und sowas. Es ist manchmal Ego-Perspektive und manchmal nicht, oder? Nein, es ist immer Ego-Perspektive. Es ist immer Ego-Perspektive. Die gute alte Pizza-Hand, ich erinnere mich. Mhm. Das weiß ich, mag die Strecke. Die Strecke sieht schön aus. Ja, da gab es diese eine Stelle. Ich habe so ganz schemenhafte Erinnerungen an Lego-Insel. Vor allem war das so früh in meinem Leben, dass ich viele Videospielerfahrungen da gemacht habe, glaube ich. Mann. Und da wurden so seltsame Regeln implementiert. Okay, ich dachte, da geht's jetzt nicht weiter, aber anscheinend fahren wir hier einfach durch. So ein Konzept wie zum Beispiel, oh, bring dem Steinbrecher bloß keine Pizza, weil mit den Dämpfen kann er aus dem Knast ausbrechen. Ja, was? Er will eine Pizza mit extra Pepperoni. Ja, mit der Schärfe kann er die Stäbe aufmachen. Hier hat jemand auch eine Pizza reingeworfen. Alles hier erinnert mich gerade. Die Strecke ist Woohoo Island. Ja, oder? Die erinnert mich gerade so an Lego Island und Woohoo Island trifft auch zu. Ja, an Woohoo Island hauptsächlich wegen dem Vulkan. Ja, gut, aber da gibt's diese Stelle, wo man irgendwie... Ich weiß nicht, ist das eine Geisterbahn oder so? Auf jeden Fall fährt man auch Kart bei Lego Insel. Und dann sind da so Haie und so Sachen und alles ganz abstrakt. Es gibt verschiedene Rennen, die man macht. Es gibt eins auf dem Jetski und dann gibt es noch so eins, das war, glaube ich, wie aus Lego Rock Raiders. Wo man, keine Ahnung, so Offroad unterwegs ist quasi. Boah, ich konnte gerade nicht drauf aufhören, drüber zu reden, weil meine nostalgischen Gedanken. Alles haben gut, ich bin mit Lego Island vertraut. Die Dinger haben geschossen. Wie nennt man die? Im Kopf hat man so Sachen, die Erinnerungen möglich machen. Ja, die Flashbacks. Flashback. Das eine Lied, das wir damals aus GTA 5 so getan haben, als ob es gut wäre, aber eigentlich war der Soundtrack generell, das Radioprogramm aus GTA 5 wirklich schwach. Da war dann ja, sowas der wie, war das absolut wie Flashback war dann sowas ein gutes Lied und da sage ich, ja, das ist wirklich traurig. Es war absolut schwach, aber der beste Song war ganz eindeutig und auch die beste Situation für mich, wenn ich mit einem Truck oder irgendeinem coolen Fahrzeug bei Sonnenauf- oder Untergang auf Los Santos zugefahren bin, ja, und dann lief Midnight City. Ich bin generell, ich habe super viel Zeit in den Spiel verbracht, einfach nur durch die Gegend zu fahren. Ja, das war der beste Soundtrack, Midnight City. Vielleicht sollten wir eine GTA 5 Crab Racer Folge machen. Der wäre einfach durch die Stadt fahren. Ja. Vielleicht können wir noch eine Bank ausrauben unterwegs. Aber in die Richtung wollen wir sowieso noch was machen. Ja, als ob das jemals passieren würde. Das wird passieren. Ja. Mit Sicherheit. Oh, da war ein Basketball. Ich habe das Gefühl, die Strecke hat ebenfalls ein klassisches Moorhund-Kart-Problem. Mhm. Und das ist das Problem, dass die Strecke einfach viel zu lange geht. Das ist auch bei den Strecken von Moorhund-Kart 2 und 3 der Fall. Ja, oh nein, oh mein Gott, es sind nur zwei Runden, weißt du was, ich zieh's zurück. Aber ich denke mir trotzdem oft... Sie haben's, nein, es ist okay, wenn es nur zwei Runden sind. Ja, pass bei auf. Bei Mord ist die Sache, dass man immer direkt drei Runden fährt, dann ist man irgendwie neun Minuten auf einer Strecke oder so. Ja, das war echt zu lang, das war schrecklich. Nein, aber ich finde trotzdem, dass viele solche Racer, die machen Strecken einfach nur, um Strecken zu machen. Also, ja, hier geht's jetzt gerade aus, dann links, dann rechts, dann links. So, da ist so und sonst nichts. Man muss einfach nur die ganze Zeit auf der Straße bleiben. Vorsicht, der Kaugummi! Nein! Warum ist das Zeitlupe? Oh, yes. Das war die Sache, was ich an dem Nicktoons Racer, als wir den gespielt haben, sehr erfrischend fand und unerwartet, dass man dann tatsächlich durch die Gegenden aus der Vorlage unterwegs war und sowas. Ja. Und da gab's dann auch parallele Abzweigungen und so. Ja, yeah, genau. Und nicht einfach nur dieses... Ach, keine Ahnung. Ich lieb ja Racing Games. Aber nicht, Moment, wenn sie so basic sind. Übrigens, Star Wars Pod Racer ist super.
Haben wir dazu schon eine Crab Racer Folge gemacht? Nein. Das sollten wir machen. Wenn du eine machen willst. Ja, ja. Das wäre so super. Ich komme nämlich mit dem Spiel nicht zurecht. Treibsand. Ich bin auch nicht so gut mit dem Spiel, aber ich lieb's. Sammeln Nitro. Oh. Wir müssen dreimal Nitro sammeln. Das ist Diddy Kong Racing. Ja, yeah, das. Siehst du, das gibt dem Ganzen doch direkt wieder ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, warum ich mich für das Spiel einsetzen will. Ich habe das Gefühl, die Linux-Community hat es verdient. Ich nutze Linux nie oder so, aber ich habe das Gefühl, sie hat das Herz am rechten Fleck. Deswegen will ich nicht gemein sein. Es ist schon cool. Es sind ein paar nette Ideen dabei. Woran hast du mich gerade erinnert mit deinem... Ach ja, Terry. Wind Waker. Ja. Oh. Bye. Das ist jetzt die Frage, ist es sinnvoll, sich so entlang... Ich hätte die drei Flaschen mitnehmen sollen. Ich sehe nicht gerade, ich habe insgesamt einen Timer. Und hier gibt es auch wenigstens parallele Strecken hin und wieder. Wir sollten halt irgendwann auch noch Crab Race zu Mario Kart 2 und 3 machen. Oder dem DS-Teil zu Star Wars. Wir sollten generell in dieser Folge von Crab Racer über so viele andere Racer reden wie möglich. Ja. Yeah. Ich meine, das ist die Sache, wir kennen die Vorlage nicht wirklich. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es ein Racer ist. Mori, das ist die falsche Richtung. Das ist okay, ich bin nur hier, um Nitro einzusammeln. Warum heißt der Tux? Keine Ahnung, haben wir das, vielleicht haben wir das schon? Mag hier gerne Cracker. Ja, aber wieso? Also okay, Linux, Tux, Cracker. Tux sind so trocken. Was muss ich jetzt machen eigentlich? Tux sind lecker, aber jedes Mal zu trocken. Muss ich die Runden fahren oder muss ich den Boost erstmal einmal leer fahren, damit er das dann als Ich muss zwei Runden fahren. Hä? Warum denn das Nitro sammeln? Was? Vielleicht musst du während der drei Runden... Was sollen die drei Pfeile da oben mir mindestens sagen? Drei. Vielleicht ist das gar kein Nitro. Oh, jetzt habe ich Schluck auf. Nein, am Anfang stand, dass ich Nitro sammeln soll. Erschreck mich. Okay, pass auf. Das hat geklappt. Ich denke, dass Animal Crossing ein Spiel ist für Versager. Ich habe mich für den ikonischen Homer-Schrei entschieden. Er war ein bisschen übersteuert, ich will nicht lügen. Oh, ich habe mich extra vom Mikro wegbewegt. Ja, es klappt manchmal nicht so gut, wie man sich das erhofft. Oh. Ich glaube, es liegt an der Verstärkung von Discord. Es tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe letztens Herr der Ringe, die Gefährt geschaut und oh mein Gott, diese Anfangsszene. Es ist einfach... Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der Lord of the Weeten nicht existieren würde. Ja! Oh mein Gott, du hast so... Alles, was man am Anfang sieht, ist einfach, es schreit einfach so danach. Ja. Ich sehe sie schnell und ich denke mir... ich kann gar nicht pfeifen, weil ich ein bisschen nach muss. Pfeif. Quark. Wow. Genau das, ich sehe nur den Shire und ich sehe diese Wiesen und denke mir nur so. Boah, der Anfang ist halt auch im Original wirklich so dumm. Und Stolzfuß, ist Stolzfüße! Auch, ja. Ja. Quark. Oh, ist ikonisch. Ich habe ja auch Probleme tatsächlich, das trifft auf dich jetzt nicht zu, aber ich habe Probleme auch die Harry Potter Filme, die ersten beiden zu schauen, ohne an die Synchro zu denken. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. So viele Situationen. Deswegen ist es der Vorteil an Lord of the Weed, dass sie nur den Anfang gemacht haben. Ja, das ist wahr. Es trifft halt sehr stark auf den Anfang zu, aber alles danach, das ist halt, das kam nie vor. Das Schöne bei dem Harry Potter-Ding ist aber, dass sich dadurch echt so Charaktere entwickeln konnten im Laufe der Zeit. Immer noch komplett dumm, natürlich, der Humor. Aber dann hat sie später nur Hörspiele gemacht, drei Stück. Ohne Filmgrundlage, wo sie komplett andere Dinge machen und es funktioniert. Das ist cool. Ziemlich interessant, weil an sich ist aktuell, was ich immer gerne gesehen habe, war Dragon Ball Abridged, was das gleiche Konzept ist. Ja. Und nur genau. Sind die dann auch fertig, soweit wie ein Copyright-Problem, was auch immer. Und was sie dann stattdessen versuchen zu machen, sind irgendwie so kurze 3D-Animationen und es haut irgendwie überhaupt nicht hin, weil sie irgendwie nur Anspielungen machen an alte Jokes von damals und es ist super seltsam. Ich wundere mich, wenn sie, vor allem das, was sie halt auch machen, sie sind halt auch eine Voice-Acting-Firma und sowas inzwischen. Ich wundere mich, wäre es nicht sinnvoll, wenn sie Hörspiele machen würden, jetzt wo du es so angemerkt hast. Ich glaube, das wäre also so sinnvoll. Das bei Kubo ist es ja,
Cold Mirror ist ja auch eine Einzelperson gewesen. Am Anfang war es noch ihre Schwester, die dann die mit dabei war und die ist tragischerweise gestorben tatsächlich, als sie jung war. Ja. Die müsste in den ersten paar Synchro-Parts noch dabei gewesen sein. Dann war es so ein Einzelding. Und deswegen sind die Hörspiele halt auch komplett nur sie. Und es funktioniert trotzdem so gut. Das ist krass. Die Strecke werden fortgeschrittener. Also es sind wirklich gute, lustige Hörspiele, wenn man halt die Synchros deswegen. Ich werde nicht viel Zeit, absehbarer Zeit damit verbringen, mir das anzuschauen. Brauchst du auch nicht, aber... Weil ihr wollt mit mir ein paar Harry-Podcasts anschauen, aber dann irgendwie ist halt auch so... Ich meine, oh, die sind aber super. Ich weiß das zu schätzen und alles, aber was soll ich denn sagen? Es ist halt... Es juckt dich halt nicht. Ja, ich meine, es freut mich ja, dass da ein Verkehrsschild ist und so, dass da so eine Geschichte hintergibt, aber ich kenne den Film nicht wirklich. Ich habe den vor 15 Jahren gesehen. Man muss halt entweder die Bücher gelesen haben und... ein bisschen im Fandom drin sein. Ne? Sonst, yeah. Sonst macht es ja auch keinen Sinn. Absolut. Ja, aber es ist, ich lieb's. Alles daran. Sie verpackt es auch immer sehr humorvoll, vor allem in den späteren Folgen. Am Anfang ist es noch sehr so genau das, so nach Formel einfach alles aufzählen, was da so ist. Aber, ja, sowas muss ich auch aber immer erst bisschen. Mittlerweile ist es einfach, seit Soup, wurde es einfach immer besser. Wollte gerade sagen, sowas entwickelt sich immer wieder. Dann ist mir aufgefallen, Crab Race hat sich nicht weiterentwickelt. Das ist... Das könnten wir vielleicht aber auch beide nicht urteilen, ob wir uns irgendwie verändern. Ich habe das Gefühl, die Longcard-Folge, die könnte man auch heutzutage bringen. Ja, doch, ja. Das Konzept ist das gleiche, aber Das ist okay, ist ein simples Konzept. Ich mag das Crab Racer-Konzept tatsächlich sehr. Ich wollte gerade sagen, du hast eben noch angemerkt, als wir das letzte Video abgedreht haben, dass du das gerne machst. Also ja. Brauchen wir nicht großartig was ändern. Ja. Wenn die Dynamik noch funktioniert, ich habe das Gefühl, wir brauchen auch immer diese Phasen, wo wir länger nicht reden, um wieder Geschichten oder unterhaltsame Dinge... Das ist immer sehr vorteilhaft, weswegen ich auch... ich finde, es kann bei Streams auch immer relativ schwierig sein, weil dadurch, dass man halt immer, es gibt nicht so viel zu erzählen. Man hat alle Geschichten immer abgearbeitet. Man will immer streamen und irgendwann denkt man sich so, ist das noch unterhaltsam? Ich habe das Gefühl, ich bin keine so unterhaltsame Person mehr wie am Anfang, weil ich jetzt alles gesagt habe. So. Ja. Das kann ich mittlerweile ja auch nicht wirklich wie du, aber ein bisschen nachvollziehen, weil ich auch versuche jetzt zumindest immer donnerstags und sonntags zu streamen. Das war jetzt ein schamloser Plug, es tut mir leid. Schaut vorbei auf twitch.tv/myflashware. Warum streamst du nicht auf Facebook? Das ist sogar der richtige Link. Ja, das liegt daran, dass Facebook... welcher der vielen Gründe? Das liegt daran, dass... welchen nehme ich? Ich hatte nie Facebook tatsächlich. Ich hatte Facebook, aber ich habe es für ungefähr 3 Wochen verwendet ja, oder so. Streng genommen hatte ich Facebook, weil ich es mir machen musste in meinem ersten Studiengang, um der Gruppe zu joinen, wo so Sachen gepostet werden, wie wann da und da das Treffen ist und so, weißt du? Dafür musste ich es machen. Dann habe ich den Studiengang gewechselt, ein Jahr später, und alle haben WhatsApp benutzt und ich war so froh. Ja. Dann hatten wir einfach eine WhatsApp-Gruppe. Facebook ist halt auch immer, es ist halt auch immer viel zu persönlich gewesen. Facebook war nie das Internet für mich, was seltsam ist, weil ich auf jeden Fall viele lustige private Geschichten erzähle und was auch immer, aber ich weiß nicht. Aber mir ging es da genauso. Ich habe auch immer, das war wieder dieser Johnny-Moment, den wir auch beim, wahrscheinlich kommt, war das die letzte Crab Racer-Folge, ich glaube nicht, dass du es falsch rum hochlädst. Das war die letzte, ja. Die Crazy Frog-Folge. Das ist dieses Johnny-Ding, dass ich halt gesagt habe, alle haben Facebook, ich nicht. Weißt du? Ja. Dafür hatte ich MSN, obwohl das auch alle hatten. Also irgendwie war ich da nicht so konsistent mit. Ich glaube. Und ich hatte kein ICQ und so. Das kam mir. Und SchülerVZ auch nicht. Das ist mir alles so dann scheißegal geworden. Nach MSN wurde mir das alles. Strecke, um das mal eben in den Raum zu werfen. Ich glaube, ich fand MSN einfach irgendwann so langweilig oder uninteressant, dass ich später dachte, ja, ich brauche sowas überhaupt nicht mehr. Ich habe mein YouTube. Immer noch nicht mehr. Ich habe einfach seit 2007 oder so aktiv YouTube geschaut und ich glaube, und das meine ich komplett ernst, ich glaube, ich könnte, wenn man nachschauen könnte, wie viele Stunden an YouTube mein Kanal konsumiert hat, den ich seitdem habe, ne, also angeschaut hat selber, wenn man das irgendwo sehen könnte, ich wäre in den Top
in der Top 1% von... Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer das toppen könnte, weil ich das seit so vielen Jahren so viel mache. Ich habe immer zu jeder Zeit irgendein YouTube-Video eigentlich offen oder irgendwie laufen oder so. Hatte ich früher auch und oh mein Gott, können wir kurz darüber reden, dass diese Strecke wirklich gut ist? Die ist echt schön. Die ist, glaube ich, die kam jetzt mit der Version 1.2 dazu, was die aktuelle ist und das ist ein komplett anderer Standard auf einmal. Ich liebe Halloween-Vibes. Immer. Das Lied allem. Ist auch wirklich gut. Ja. Aber ja, das ich habe cool. über die Zeit auch, ich habe viel YouTube-Videos geschaut, das finde ich auch immer. Du würdest wenn Fully sagt, auf keinen Fall er hat noch die Werbung und so und er sagt, ja, nee, das ist mir zu teuer für Premium zu zahlen. Ich mir denke, ich würde, wenn ich Werbung hätte auf YouTube, wenn ich nicht YouTube Premium hätte, ich würde pro Monat so viel Zeit verlieren. Das sind hunderte an Euro, die ich in der Zeit theoretisch verdienen könnte. YouTube Premium ist absolut überteuert und preis-leistungstechnisch und überhaupt... Außer man ist dermaßen ein Heavy-User. Ja, genau, es ist eine schreckliche Sache, aber für mich lohnt es sich einfach so sehr. Ja, leider, genau. Ich muss es leider sagen. Und ich habe ja zum Glück noch den Studentenrabatt. Ja. Das ist nochmal das Gute. Ich meine, bei mir sage ich mir auch immer, ich verdiene mit YouTube Geld, also ich kann 10er abdrücken. Theoretisch ist das nur so ein von den eigenen Einnahmen, was zurückgelegt wird. So. Ja. Aber was hauptsächlich, der, ich würde so. Was der Chef so nochmal für sich behält. Als YouTube Atmen. Premium kam, ich habe es am ersten Tag geholt und ich habe nie wieder auf die Werbung zurückgeblickt. Ich habe es nicht am ersten Tag geholt, ich habe irgendwann den Monat gratis ausprobiert und dann gedacht, ach komm, jetzt machst du den Studentenrabatt rein. Und ja. Es ist sowieso, ich hatte vorher immer so eine andere App, die auch nicht offiziell im Play Store war, um YouTube-Videos zu downloaden für unterwegs. Und das kann ich jetzt halt alles so und das ist viel praktischer. Und man kann sich halt auf dem Smartphone, ich benutze ja YouTube so viel auf dem Smartphone auch, weshalb ich ebenfalls denke, dass ich mehr gucke als du, weil du wenigstens an manchen Momenten des Tages kein YouTube konsumieren kannst, wenn du im Bett liegst oder so. Ich meine, ich habe auch ein Smartphone. Ja, aber du tust es nicht. Ja. Und. Sicher auch mal im Smartphone, das könntest du ja gar nicht. Vor allem ist das auch nichts, worauf ich irgendwie stolz bin in dem Sinne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer mehr schaut als ich. Ich weiß nicht, wie das möglich sein soll. Ich meine, das ist die eine Sache, die wir immer gelernt haben. Es gibt immer jemanden, der so viel besser ist als man selbst. Den gibt es auf jeden Fall, aber. Ich mach's halt auch schon so lange. Aber Top 1-2%, ich denke, das ist erreichbar. Ich glaube, das kriege ich hier in das Happy High. Ich würde es echt gerne mal nachschauen. Dieses Jahr oder auch durch Netflix seit ein paar Jahren ist natürlich ein bisschen zurückgegangen. Aber vorher war das meine einzige Unterhaltungsquelle. Schon nach wie vor eigentlich nur YouTube, so wirklich. Ja, eben. Ich schaue halt auch nicht so viele Serien oder so. Aber wenn ich es dann halt schaue, dann würde das von der YouTube-Zeit halt abgehen. Es gibt auf YouTube auch nicht immer was zu schauen, ist die Sache. Na, ich weiß nicht, es gibt auch immer eine Menge Dokus. Ja, ja. Ich finde auch immer wieder Dinge, die ich dann verfolge. Dann findet man einen neuen Kanal, dann denkt man sich, ja, yeah, und dann hat man 3 Videos geschaut, dann denkt man sich, ja, an dem Punkt, da war er noch nicht ganz so weit. Das ist gut. Blöd, ja, aber manchmal finde ich Kanäle, die ich richtig, wo ich eine Playlist habe, die ich dann über eine Woche lang gucken kann. Ja. Yeah. Weil die immer noch gut sind. Das ist, das sind so schöne Momente. Da fragt man sich dann, ich hab das so oft, dass ich einen Kanal finde, den ich super, also den ich richtig, wo ich so richtig involviert bin, so, yo, da möchte ich jetzt alle neuen Videos sehen. Und dann hören die irgendwie auf. Immer wenn ich die finde, sind die inaktiv geworden. Ja, yeah, das ist so komisch. Yeah. Immer so ein Jahr vorher waren das so die aktivsten Channel und dann finde ich die und dann kommt so alles. Und dann schaust du auf den Twitter-Account und fährst, yep, der streamt nur noch. Ja, oder auch jeden Monat. Das ist immer das, was mir das Herz bricht. Man denkt sich, Mann, das waren gute Videos und dann, Streamer, cool. Ich meine, ich streame mal rein, wahrscheinlich nicht. Ich sollte echt gucken, dass ich nicht aufhöre, YouTube-Videos zu machen. Aber bei mir hat man sich ja eh noch nie dran gewöhnt, dass da viel kommt, deswegen geht das wohl noch. Ja. Ich glaube, keiner denkt sich, Johnny hat früher viele Videos gemacht, das weiß nicht stimmt. Ich mag auch das hier gerade. Wo sind wir? Kleinen, Das ist, in der schottischen Stadt. Das ist wie Peach Beach und Toads Hafenstadt in einem. Mit ja, oder die eine, oder die eine Piratenstadt aus der Schlumpfkarte. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich es überhaupt in Mario erreichen wollte. Natürlich. Ist einfach was ganz Eigenes hier. Oh, wie cool. Die bewegen sich nicht so sehr. Oh Gott, ich liebe die Map. Das ist so
Das ist so ziemlich mein Lebensgefühl, diese Strecke. Ich habe ja auch jährliche Urlaube an der Nordsee und so gemacht früher. Oh, ich liebe alles hier dran. Das Schottische geht dem so ein bisschen ab, aber der Rest... Ja, es ist wirklich cool. Der Rest trifft zu. Oh, das ist ein deutscher Turbostreifen. Das ist ein Turbostreifen im Trikot der deutschen Nationalmannschaft aus den 90ern. Den Streifen würde ich mir auf die Wangen machen, wenn gerade WM wäre. Ja. Yeah. Das war eine Sache, oder? Ich habe scharf gepömpelt, was? Das ist sogar eine Telefonzelle. Alter, eine Telefonzelle. Die haben einfach an alles gedacht. Nee, zur WM, da war das damals so krass, wie so überall diese deutsche Flagge verarbeitet wurde. Oh ja. Auf den fucking Spiegeln von Autos. Die Seitenspiegel hatten solche überstülpbaren Socken oder so. Ja, ich habe letztens auch irgendwas, keine Ahnung, so irgend so ein NDR-Beitrag über irgendeinen Typ, der einen Trödelladen hat, keine Ahnung, älterer Mann. Aber er war ein lustiger Mann. Ich habe das Thumbnail gesehen, ich wusste, das wird ein lustiger Mann. War er auch. Auf jeden Fall, auf seinem Trödelmarkt, in seinem Trödelladen an einer Stelle, da saß er dann in seinem Lager im Keller. Goleo, und ich dachte mir, es ist also noch nicht vorbei. Oh mein Gott, Goleo kann sich so verpissen. Ich hab den gehasst. Was, er ist die Love Generation. Oh Gott, dieser Song. Wie kann ein Song, den man zum ersten Mal hört, so klingen, als ob er einen traurig macht? Das war ganz komisch, der hat mich immer richtig deprimiert, dieser Song. Wirklich? Obwohl der doch eigentlich fröhlich ist. Der muss irgendwas in mir angesprochen haben, was mich ganz komisch gestimmt hat. Vielleicht wirst du in 20 Jahren es wissen und wirst du denken, oh nein. We love generations. Ja, ich weiß nicht, der hat mich immer so richtig... so gestimmt, als müsste ich gleich nach Hause gehen. Das war so ungefähr dieselbe Emotion, wie wenn man den ganzen Tag Spaß hatte und dann die Eltern so sagen, ja, jetzt fahren wir langsam zurück, die Sonne geht auch schon so unter und man wird so melancholisch, am nächsten Tag ist vielleicht Schule. Das habe ich empfunden bei diesem Song und ich weiß nicht wieso. Ähnlich war es auch, als Deutschland gegen Italien gespielt hat in der WM. Dass man gleich nach Hause geht. Oh nein. Das ist kein gutes Gefühl. Nein, wir gingen dann quasi nach Hause. Ja, das ist. Danke, Mogi, das war der Witz, den ich gerade gemacht habe. Ja. Warum sind das manchmal Bananen und manchmal Geschenke? Das fällt mir jetzt erst auf. Ah, die switchen irgendwie hin und her, ich weiß auch nicht ganz. Die NXen. Oh, da ist Nessie! Da ist Nessie! Ja. Oh Gott, Kaugummi. Was hältst du von Nessie? Ich meine, was soll ich davon halten? Ist es für dich einfach nur eine lustige Geschichte oder glaubst du, da war mal irgendwas? Auf gar keinen Fall war da irgendwas. Es gibt so viele Nachweise dafür, dass alles, was jemals gezeigt wurde, fake war. Ja, der Typ, der das Bild gemacht hat, was als Ursprungsganzen gilt, hat nicht auf seinem Todesbett oder so gesagt, ah ja, das waren übrigens nur ein paar Äste. Ja, das war ein Baumstamm im Wasser. Es war nicht ganz abgesehen davon, dass fucking Wissenschaftler die Scheiße nachprüfen. Das meinte und ich aber auch gar nicht, jegliche organischen Rückstände in dem fucking See durchgehen. Ja. Ja, es macht auch gar keinen Sinn. Der ist nicht mal so groß. Ja. Oh Gott. Wer zahlt dafür überhaupt? Ich finde vor allem dieses Ursprungsbild, man sieht auf dem Bild total, dass durch die Größe der Wellen, die man da auch drauf sieht, dass das winzig ist, was da abfotografiert wurde. Es ist überhaupt kein großes Vieh. Es ist auch kein großer Ast. Naja. Aber das meinte ich auch gar nicht mit was hältst du von Nessie, sondern mehr so, meinst du, da war mal irgendwie vielleicht sowas, oh, wir brauchen mehr Tourismus in diesem Ort oder so? Dass das geplant war? Nein, ich denke, derjenige, der es gemacht hat, wird nicht unbedingt größere Dinge geplant. Ich dachte, er dachte sich einfach, ja. Yeah. Sag einfach, ich hab ein Monster gesehen. Aber wie kann das in so einem Leute glauben Loch? Es und dann das natürlich für Tourismus und so sorgt, er hat ja keine Ahnung. Ich denke nicht, dass er davon ausgegangen ist, dass es um die Welt gehen wird. Ja, das wollte ich gerade sagen. Er wollte vielleicht die Nachbarskinder bezeigen, dass da was Lustiges ist oder so. Wie kann das denn so weltweite Wellen geschlagen haben? Apropos Wellen schlagen. Aha. Das ist eine diese coole Strecke. Map. Ich wünschte, Nessie würde hier vorbeischwimmen. Sie ist wie bei den Bad Ugly Martians, aber besser. Das war kein guter Racer. Aber
Aber er war auch nicht Bad Ugly. Ich weiß nicht. Für die Zeit. Schön. Also die Strecken sind auf jeden Fall um einiges schöner als die Cutscene am Anfang, was ich... Es ist sehr inkonsistent. Ich glaub, kann generell auch keine Cutscene mehr. Ich glaube, das hat Open Source so an sich. Ja. Dass es so zusammengewürfelt wirkt. Ja, ja, genau. Vor allem, ich bin mir auch sehr sicher, dass das auch, wie gesagt, Gemeinschaftsprojekt von mehreren Leuten ist, wo halt jeder irgendwie einen Teil gemacht hat, so. Ja, genau. Ich habe ein Video über diesen Tux-Plattformer gesehen. Da ist es so, dass halt auch verschiedene Leute verschiedene Teile davon machen und sowas. Aber das sieht so schön aus hier. Ja. Das und das Halloween-Level, die sind halt wirklich, wirklich, wirklich gut. Wenn jetzt noch richtige Shader drauf wären, das wäre... Ich habe die Grafik übrigens auf das Maximum gestellt. Ich habe sogar die Tiefen und Schärfe aktiviert. Auf das Maximum, was Stufe 2 ist. Aber sowas wie Bigfoot oder so, finde ich, macht irgendwie noch ein bisschen mehr Sinn. Oder so Yeti. Aber oh, ich liebe solche Geschichten. Ich glaube nichts daran, aber ich mag sie, dank daran zu glauben. Ja. Es gibt auch so irgendwie so ein Volk, keine Ahnung, irgendwo im Amazonas oder so. Ah. Auf jeden Fall, die dann auch so eine Geschichte davon haben, wo von dem Wesen die Rede ist, welches wie, keine Ahnung, was war der Name? Plesiosaurus oder so ist, die im Wasser lebt. Ja, ja. Und dann, Plesiosaurus ist generell so eine, das hält sich ewig, dieses. Ja, yeah, und oh, ich weiß genau, was du meinst. Genau diese Geschichte davon. Da gab es dann auch irgendwie, ich glaube, es war ein deutscher Wissenschaftler aus den 80ern oder so, der das danach geforscht hat und so über die Geschichten. Die haben aber auch gesagt, die haben das gesehen, wie an deren Küste diese Hälse rauskommt. Ja, das ist für den ein Gott quasi oder so. Ja, ja. Einfach so diese Kreatur, mit der sie leben. Und das, ich liebe den Gedanken daran. Oder generell, ich weiß, es gibt so viele verschiedene Tiere und sowas auf der Welt, die wir noch nie gesehen haben. Es gibt 30% davon haben wir vielleicht in Zukunft noch die Chance, sie jemals zu sehen. Das ist die Sache. Aber so, das ist ja sowieso so eine Sache, die man dann immer wieder zu hören bekommt. Oder irgendwer sagt, spricht es dann immer aus, dass die Meere so unerforschter sind als der Weltraum oder so. Ja. Was halt Bullshit ist, weil im Weltraum... Ich denke, es ist schwer einzuschätzen. Nein, vor allem im Weltraum könnte ja noch ein Planet existieren mit noch einem Meer. Das ist ja auch zu 100% nicht erforscht. Also, es ist ja... Aber ja, ich weiß, was gemeint ist, so. Und ja, es ist auch fucking cool und creepy gleichzeitig, was da alles unten sein könnte. Naja. Und dem... Weil es wurde ja rausgefunden, oder man hat gedacht, unter dem ganzen Druck kann da unten ja eigentlich nichts leben. Und dann wurden doch Lebewesen gefunden. Und man denkt sich so, oh fuck, was könnte da noch sein? Wir wissen es nicht. Einfach zurücklehnen und warten, bis der jährliche Bericht über neu entdeckte Tiere kommt. Ich meine sogar, irgend so ein U-Boot wird mal so runtergelassen an so einem Seil und dann wollten sie es hochziehen und es ging nicht. Irgendwas hat es zurückgehalten und dann waren da diese Spuren dran und so. Und das ist ja wirklich passiert. Ob es jetzt der Mega... Das war, glaube ich, die Geschichte hinter Megalodon tatsächlich. Oh, ja, daran glaube ich auch nicht. Das würde gar keinen Sinn ergeben. Ich glaube da auch nicht dran, aber das ist viel zu groß. Aber die Sache ist ja trotzdem passiert, oder? Auch wenn es vielleicht eine andere Erklärung hat. Ja, es gab da auch irgendwie sowas mit so irgendeinem so lauten Geräusch unter Wasser oder so. Oh, das ist auch so cool. Die ganze Welt ging und niemand weiß, woher es eigentlich kam, von welchem Tier. Das ist super. Es gibt sowas, finde ich, halt faszinierende Geschichten. Das kann ja auch gut sein, dass sowas passiert ist. Vielleicht war es auch nur so eine Erdflatulenz, keine Ahnung, irgend so ein Unterwasser. Was man natürlich aber auch sagen muss, ist, dass der Riesenoktopus, ja, der existiert. Ja, der existiert. War nicht nur Seemannsgarn. Ja. Die gibt's da draußen. Kalmare sind das, glaube ich, sogar. Also der Kraken existiert in dem Sinne nicht, aber Vergleichbares. Bei den drei Fragezeichen war das, glaube ich, sogar eine Folge. Da ging es um diesen Plesiosaurus und die Legende da drum. Und dann erforschen die das und finden diese diese Kalmare zwischen riesigen. Und sagen dann, oh, die Arme von denen wurden vielleicht für so Saurier gehalten. Irgendwie und dann so. Am Ende hört man nur ein Oh, das wäre ein Ende. Das wäre ein Ende, das die Fantasie spielen lässt. Oh ja. Am gruseligsten ist es immer, wenn das Ende offen lässt. Das ist auch eine schöne Strecke, lass mir mal ans merken. Ist übrigens wirklich immer, die guten Gruselgeschichten funktionieren immer nur, wenn sie dann aufhören. Das Einzige, was wirklich gruselig ist das noch Unbekannte. Vorsteht. Ja, genau. Aber so die gruseligsten Gruselgeschichten, die ich so kenne, also diese typischen, die man sich auf Klassenreisen oder so mal erzählt hat, die sind immer die, wo am Ende das Schlimmste noch bevorsteht und dann hören sie halt auf. Ja. Das sind immer die gruseligen. Das ist eine Lovecraft-Geschichte.
Der alte Knabe hat das immer gemacht. Oh ja, das kann gut sein. Ich habe nichts von dem gelesen, aber du, oder? Hörbuch? Ich habe einige. Ich habe die meisten Kurzgeschichten gelesen. Das ist cool. Ich habe jetzt ein Cthulhu-Buch nicht gelesen, okay? Keine Ahnung, ist nur... Es ist schwer, mich auf Cthulhu einzulassen, weil es einfach so übersättigt ist. Ja, irgendwie schon. Das macht es wirklich, wirklich, wirklich schwer. Ich glaube, wenn man Lovecraft-Fan ist und es erwähnt und dann Leute auch immer kommen mit, oh, das ist der Cthulhu-Typ, dann denken sie auch, ach Mann, ach, komm schon. Ja. Es ist so viel mehr als das. Cthulhu ist doch das aus South Park, oder? Ja, das war, ich mochte diese Special-Folge nicht. Was? Die mit dem Kuhn? Ja, yeah, und mit Barry die Crunch. Ist so, oh, die ist doch so gut. Ich liebe alles daran. Doch, doch. Mit Barry Crunch. Ja, vielleicht möchte ich heutzutage, bringen. Ich weiß nicht, ja, damals mochte ich sie nicht so sehr. Oh, sie kam für mich sogar an die Piraten-Meerschwein-Folge ran. Wie hießen die nochmal? Ich weiß es nicht. Mit den peruanischen Panflötenbands. Das ist, glaube ich, meine All-Time-Favorite-Folge. Oh, das ist ein bisschen Kleingeld. Nee, oh, nicht das, die. Weißt du, wie die heißt, wie die der Doppelfolge heißt? Pandemic Teil 1 und 2. Welche? Mit den Panflötenbands. Pandemic. Echt? Ich dachte, die heißt peruanische Panflötenbands. Ach so, ja, das kann sein. Vielleicht hatte ich den deutschen Titel im Kopf. Ich glaube, auf Deutsch heißen die auch Pandemic Teil 1 und 2. Aber ich habe es jetzt gesehen, weil ich für die Watchparty auf Twitch durch die South Park Folge geschaut habe. Aber ich das auch ist gesehen. Doch gar nicht die mit dem Kleingeld, oder? Also oder ich habe gesagt, oh, welche zusammen? Ist eigentlich die Pandemie-Folge bei aus gegebenem Anlass? Da meinten Leute, oh, das hier mit den peruanischen Panflöten-Bands. Dann dachte ich mir, oh ja, okay. Das Wortspiel dahinter habe ich aber auch gerade erst eben verstanden. Das ist mit den Meerschweinpiraten auf jeden Fall. Da erinnere ich mich nicht mehr an den Teil. Oh, das ist der ganze Sinn der Panflöten-Bands, aber vielleicht ist das auch ein Spoiler. Vielleicht kommt es erst in der zweiten Folge. Die Folge ist 10 Jahre alt oder so. Panflöten-Bands sind eine riesige Verschwörung. Die sind nicht da, um Geld zu machen oder irgendwas in der Richtung, sondern die schützen die Welt vor dem Angriff dieser Monster. Oh. Die müssen diese Musik spielen, damit sie nicht angreifen. Ich meine, das ist auch ein Plot-Twist. Das ist super. Vor allem, weil... Nee, das sage ich jetzt nicht. Aber wer war das? Token oder so ist die ganze Zeit dabei. Und er will damit überhaupt nichts zu tun haben. Nee, Clyde. Es ist immer Token oder Clyde. Ja, und vor allem, das ist so eine gute Clyde-Folge, weil... Ich weiß nicht, ob er das ist. Warte, lass mich gucken. Ich weiß auch, wie er aussieht. Ich weiß nur immer den Namen nicht. Wer ist der mit der roten Jacke? Token also, ist der Schwarze. Ja, ich wollte gerade sagen, Token ist doch... Wen gibt's noch? Es gibt noch einen Tweak, der mehr oder weniger dazugehört, aber Tweak ist relativ leicht zu erkennen. Ich liebe diese normalen Namen aus South Park, also diese von den anderen Charakteren. Token, Clyde, was gibt's noch? Ich meine, Stan und Kai sind auch normale Namen. Stan und Kai sind auch super, ja. Oder true. Kenny. Ja, aber die sind halt nicht die ich so liebe, diese Namen. Naja. Mann, wie heißt der denn mit der blauen Mütze? Ich weiß es ja, halt der, auch dem immer, der, dem immer alles ich weiß, egal ich weiß ist. Genau, wie er aussieht, aber ich es weiß es ist eigentlich nicht. Der einzig Normale unter denen. Aber er ist auch ein bisschen zu langweilig. Ihn juckt immer nichts. War er nicht auch der mit den Tweak Yowie? Ah, das kann sein, ja. Ich glaube, es war der mit der blauen Craig! Mütze. Craig ist Craig, so cool. Yeah. Das ist so ein cooler Name. Oh, das erinnert mich daran. Weißt du, was die ersten South Park-Folgen waren, die ich gesehen habe? Oder die erste, die ich wirklich hatte? Die hatte ich auf VHS aufgenommen. Also hat meine Schwester für mich aufgenommen gehabt, dann wollte ich die anschauen. Das war eine super seltsame Folge. Die eine war irgendwie mit dem sexuellen Belästigungspanda. Was ich nicht zu 100% verstanden habe, aber das war okay. Doch, das ist witzig. Ja. Sexuelle Belästigung. Und die andere war dann... Panda. Und die andere war irgendwie mit diesen... Oh Gott, ich weiß auch nicht, da haben sie Höhlenmenschen irgendwie zum Leben erweckt oder so. Das war super seltsam, weil das war eine Folge, mit der bei der dieser eine Typ mit seinem... Sprachgerät und sowas und der eine andere Redneck, weil die eine super präsente Folge Rolle haben. Ich bin für lange Zeit davon ausgegangen, dass die beiden sehr präsente Charaktere in der Show sind. Ja, dachte ich auch mal. Waren sie, glaube ich, früher. Kann gut sein. Aber vor allem in dieser Folge. Und das war so eine seltsame und schlechte. Das war, glaube ich, die schlechteste Folge, ehrlich gesagt. Ich liebe es, dass sie irgendwann gemerkt haben, wie viel Potenzial Randy hat. Ja. Er ist einer der besten Charakter geworden. Nein, er ist der beste Charakter. Was ist das? Ja. Einer der besten. Ja, ich liebe Butters auch. Er trägt die Show seit Jahren. Aber ich mag Butters auch einfach so gerne, ich weiß nicht wieso.
Es fällt mir schwer, Randy über Butters zu stellen. Nee, aber, ich mein, Butters aber, ist auch gut, aber Randy objektiv betrachtet ist Randy halt krasser. Randy hat, wenn Randy auftaucht, ist es eine gute Folge. Wenn Butters auftaucht, manchmal ist er einfach nur da. Ja, okay, das stimmt, aber wenn es eine Butters-Folge ist, ist sie auch immer ziemlich gut. Ja, das stimmt. Aber Randy-Folgen. Da kriegt er, na egal. Es gab eine Menge, ich hab zuletzt die Folge gesehen mit dem, der katholischen Kirche. Oh nein. Die South Park-Folge mit der katholischen Kirche. Das geht nicht gut aus. Ja, dann haben sie die Weiß zu entfernen, den Spermator, und er hat einfach. Ah, ja, ja. Das Geräusch. Klingt ein bisschen wie der Vogel aus Wind Waker. So, ich würde sagen, wir machen noch zwei Rennen, die zwei, die gerade noch offen sind. Ich hatte immer ein bisschen Angst vor diesem Wind Waker-Vogel, ich weiß nicht warum. Zu Recht? Ich glaube, weil ich mit der Möwe rumgeflogen bin. Und dann kamen die halt immer und ich dachte mir so richtig so, oh, geht doch weg, oh, bitte nicht. Oh, das ist das Schlimmste. Das ging so weit, dass ich echt so ein bisschen, ich fand die einfach nicht schön, diese Gegner. Ja. Generell bin ich cool, dass man als Möwe überhaupt, Windbreaker ist so ein cooles Spiel. Ja. Ja, man sollte ja auch mal wieder Twilight Princess spielen. Aber Windbreaker hat auch ziemlich viele Nachteile, die manche einfach ignorieren. Das finde ich ein bisschen... Nein, also, ich denke, Leute kritisieren Wind Waker eher zu viel, ehrlich gesagt. Weil ja, Triforce-Jagd, wir haben es verstanden, also sie ist wirklich nicht so übel. Ja, aber ich finde, die Zeit ist schon wieder fast vorbei. Wind Waker ist jetzt wieder mehr so eins der Besten in den Augen der lauten Leute. Es ist ja nie so ein allgemeiner Konsens, sondern immer Wind Waker die am lautesten hat keine guten schreien. Dungeons. Ja, zum Beispiel. Ich bin hier noch nie entlang gefahren. Es gibt gute Dungeons, aber die sind nicht richtig toll, so. Ja, sind halt nicht richtig, ja. Die sind... Ich meine, Ocarina hat auch scheiß Dungeons teilweise, aber da sind dann immer... Viele. Ja, aber da sind dann wenigstens welche dabei, wo man sich denkt, oh mein Gott, ja! Der Dungeon! Ja. Aber Wind Waker nimmt... Also Ocarina nimmt Wind Waker da gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber Dodongos Höhle und so ist schon ziemlich cool. Ja, das stimmt. Oder Lord Yabu Yabu. Ist halt... Keine Ahnung. Ja, die ersten immer spaßiger, wo es noch einfacher ist. Das kann sein, dass. Oh mein Gott, die Bowlingkugel. Das war. Oh mein Gott, sie ist immer noch da. Sie ist ab jetzt dein Erzfeind. Ich find's ein bisschen schade, wie wenig man hier tun muss. Ja, das ist, weil ich irgendwie. Ich glaube, ich hätte den Schwierigkeitsgrad hochstellen können. Ach so, ja, du hast leicht gewählt, ne? Ich hab's nicht versucht, ehrlich gesagt. Aber dann wären wir wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen zu. Dann wäre es wahrscheinlich zu schwer, wir müssten ständig dasselbe nochmal machen und so. Das kann sein. Ich schaue beim letzten Rennen, ob ich den Schwierigkeitsgrad hochstellen kann. Das klingt doch fair. Auf jeden Fall ist bei den peruanischen Panflötenbands Craig mit dabei und ich liebe die Folge dafür, für den Character-Arc, den Craig da durchmachen muss. Ah, oh, das war... Da habe ich mich in South Park verliebt bei der Folge. Ja, das ist auch immer... Da habe ich endlich gesehen, dass es was anderes ist, als einfach nur obszönes, absichtlich ja, über die Stränge schlagen, das Beleidigen. Mag es auch. Das hat mich immer meist gestört, wenn Leute, obwohl die Zeit lang vorbei waren, dann immer gesagt haben, oh, ja, ja. Caddy stirbt immer. Ja, ja, und... Es war so, ja, okay, es waren die ersten drei Seasons oder so. Wir sind bei Season 14. Und die beleidigen sich nur die ganze Zeit und überall ist Brutalität. Das ist halt sehr ironisch, dass es für manche, ich meine, die es von damals halt, gell, damals so die Folge gesehen haben, so als eine Show geht, die einfach ihnen zu dumm ist. Das ist auch, wo es auspackt, die wahrscheinlich cleverste Show ist in dem Bereich mit sehr viel Abstand. Vor allem zu dem Zeitpunkt, wo das alles so... Es gab diesen einen South Park Hype, also wo sie so... Oder es war nur in meiner Wahrnehmung so. Oh, aber zur Cthulhu-Zeit war ein sehr großer Hype, als du das machst. Ja, ja, die Zeit, wo sie halt, bevor es Netflix und so gab, es einfach auf... Gab's. Ja, man konnte es auf der Website einfach Wo sie auf der anschauen. Website einfach, ja, das war da so hat jeder South Park geguckt. Weil das war dieselbe Zeit, wo Kinox noch eine Sache war. Ja. Yeah. Alle haben Kinox sich immer mit rumgeschlagen und irgendwelche Torrents genutzt oder so eine Scheiße. Und South Park einfach, hey... Geh und Happy guck. Tree Friends konnte man auf YouTube anschauen, schau's aber einfach an. Happy Tree das Friends will man nicht so viel schauen. Happy Tree Friends wurde außerdem fürs Internet produziert. Oh, wurde es? Ja.
Das ist eine Flash-Animation. Also, vielleicht nicht ausschließlich, aber ziemlich sicher, dass Mondo Media immer für fürs Internet... Oh, ich hab einen Cup gemacht, glaube ich. Die haben doch immer Stuff fürs Internet gemacht. Sie sind mittlerweile tot, aber Dick Figures und so kam ja später dann, nach dem großen Erfolg der Happy Tree Friends. Ich werde aber, ich sag nicht, nochmal die Strecke machen. Gott, ich weiß noch, wo ich Danny von den Game Grumps das erste Mal gesehen habe bei Mondo Media. Das war so eine andere Person. Als ich dann verbunden habe, dass das dieselben sind, war das so richtig komisch. Naja. Zeitrennen, schlag die Wiederholung. Aber ich mag Ninja Sex Party sowieso nicht so gerne. Ich fand sie früher eigentlich ziemlich cool. Oh Gott, der Affe. Es ist okay, es unterhält mich. Es ist nur irgendwie, denke ich immer, irgendwie habe ich das Gefühl, Danny könnte noch cooleren Stuff machen. Naja. Das Gimmick ist halt... Die haben sich halt in dieses Gimmick so... Nach zwei Alben. Ja, genau. Es könnte noch mal was Neues probieren. Oh nein. Oh nein, was passiert? Ich glaube, das sollte so nicht sein. Ich finde, man... Ich kann nicht lenken. Du kommst hier vor allem nicht mehr raus. Oh doch, jetzt... Du kannst nicht lenken, ne? Okay. Kann ich das bitte neu starten? Jetzt gewinnen wir bestimmt. Hey, da ist der Affe aus Madagaskar. Und da ist die Frau vom Mainzelmännchen. Ich habe vor kurzem, also vor ein paar Monaten, Madagaskar geschaut. Hm. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich dachte mir, ja, der ist hier gerade da. Ich mache nebenbei irgendwas. Madagaskar läuft. Ciao. Und da gibt es am Anfang so eine Szene, die mich komplett geprägt hat. Oh mein Gott, der ist so schnell. Und ich weiß nicht, warum die mich so geprägt hat. Da sind diese zwei Affen in ihrem Gehege. Und es wird so der Alltag von dem Zoo gezeigt. Wie die so aufwachen morgens, bevor die Gäste da sind. Und dieser Affe, der macht so ganz ruckartige Bewegungen. Der wacht so auf, holt sich aus diesem Müll so einen Kaffeebecher und eine Zeitung und so. Und das fand ich irgendwie so cool als Kind. Ich weiß nicht. Ich dachte, es läuft darauf hinaus, dass sie irgendwie traumatisch für dich war oder so. Nee. Oh Gott, was sehe ich hier überhaupt alles? Nee, ich habe das immer irgendwie nachgemacht, weiß ich noch. Das war halt du hast eine Tasse aus dem Müll gefischt? Nee, ich habe so... Man hat ja eh immer, oder ich zumindest, habe immer sehr viel so... Einfach Pretend gespielt. So, yo, wir sind jetzt zwei Superhelden, deren Backstory das und das. Und dann haben wir irgendwie draußen sowas gespielt. Oder wir sind Mäuse, die irgendwie von der Katze flüchten. Irgend so eine Scheiße haben wir immer gespielt. Mhm. Irgendwelche Charakter. Und da habe ich auch oft dieses... irgendwie das mit diesen Affen gemacht. Ja, wir sind Affen in einem Zoo, aber da haben wir so einen ganz normalen Alltag und wir holen uns immer so... Hinter den Pflegern so holen wir uns einen Fernseher und verstecken den, wenn die kommen und so. Ich habe... mit Bionicle gespielt. Meine eigenen zusammengebaute mit der Zeit immer stärker wurden. Ich habe immer irgendwelche. Zuerst war so ein ganz kleiner und dann dachte ich mir, nein, jetzt unternimmt er den Redemption Arc. Und jetzt wird ich hab er auch viel Lego ein paar gespielt. Teile dazu und er viel stärker. Fuck! Ich hab auch viel Lego gespielt, aber hast du nie diese schauspielerisch-artigen Sachen gespielt? Also wo man so, keine Ahnung, mit einer Freundin von mir habe ich zum Beispiel so ein Fahrrad gefahren, haben wir uns ausgedacht, yo, das sind keine Fahrräder, sondern es sind Unterwasserfahrzeuge und wir flüchten vor einem Typen, der uns mit Haien angreift. Oder so. Nein, nicht wirklich. Sowas habe ich immer gemacht. Und es ging nicht mal nur von mir aus. Fantasie gefehlt, aber ich weiß auch nicht. Zumindest kann ich mich an keine Situation erinnern. Weil dann haben wir irgendwas nachgemacht, was wir kennen von irgendwoher. Das habe ich auch teilweise gemacht und das fand ich dann immer irgendwann zu lame. Aber yeah. Anscheinend haben das alle gemacht. Alle haben immer so getan, als wären sie jetzt Dragon Ball Charaktere. Ja, yeah, dafür hat Ricky war ein Sonic Charakter. Ja, ich glaube, wahrscheinlich hat mir die Fantasie gefehlt. Rails. Dass ich eher sehr zu viel Zeit damit verbracht habe. Mit dem Kopf in den Wolken quasi. Es war auch ganz oft inspiriert von existierenden Dingen. Zum Beispiel mit Julius hatte ich so zwei Charaktere. Alles ist inspiriert von existierenden Dingen. Ja, das ist klar, aber so richtig deutlich. So von, Danny Phantom war das, glaube ich, inspiriert. Da waren wir auch so zwei Superhelden, die hießen Jay und Joy und waren irgendwie Zwillinge und mussten gegen einen bösen Wissenschaftler irgendwie immer antreten oder das war deren Erzfeind und der sah in meinem Kopf einfach genauso aus wie Dr. Kreiger aus WarioWare. Oh. War Dr. Kreiger der aus diesen Herausforderungen? Nee, der so einen halben Helm hat. Oh, WarioWare. WarioWare, ja. Ich hab kurz an Wario Land 4 gedacht, deswegen dachte ich mir, wer war das? Ah, der okay. Ist auch cool. Au! Ja, aber der war das nicht.
Ja. Ich finde, ihr solltet mal Wario Land 4 spielen. Oh mein Gott, apropos, was mir gerade einfällt. Wir haben doch vor, du wirst dich wahrscheinlich nicht daran erinnern. Aber wir haben vorhin als langer Zeit, dass... Oh Gott, ich verliere hier gerade. Ich habe ein Schwierigkeitsgrad höher gestellt. Das eine Wario Land Video hochgeladen. Und an einer Stelle ist ja passiert, dass ich mit dem Game Boy Player Dingens, dass ich dann irgendwie so ein Tastenlayout gemacht habe, wo man sieht, was ich drücke. Ich habe inzwischen vor kurzem herausgefunden, wie man das macht. Ich habe also ein Jahr gebraucht, um herauszufinden, wie man das wirklich macht. Ich glaube, die Sache war, man muss irgendwie irgendeinen Knopf fünfmal drücken. Ich glaube, es war Steuerkreuz oder so. Da war es Z fünfmal und dann taucht das auf. Deswegen habe ich auch, ich habe einfach wie wild einfach nur über die Knöpfe gedrückt, um es wegzubekommen. Das ist nicht gut. Oh. Um es wegzubekommen. Ich habe es einfach nicht hin. Ich hätte die ganze Zeit für Schwierigkeitsgrad spielen sollen. Das ist cooler. Genau, und um einiges mehr zu sehen, du bist so richtig gut. Ich will mal nicht übertreiben. Du hast ihn gerade mit einer Bowlingkugel weggehauen. Kaugummi. Oh! Gerade nochmal gerettet. Nee. Tux klingt für mich immer so. Ich meine, ich weiß, warum es so klingt. Ich wollte gerade sagen, wie eine Keksmarke, aber es klingt so, weil es Tuck-Cracker gibt. Ja, natürlich klingt es so deswegen. Also ich stelle mir mal vor, dass es. Der Basketball. Dass es auch Cookies geben könnte, die so heißen. Oh ja, das ist die neue Milka mit Tux-Cookies. Ja gut, ich meine, Milka mit Tux-Crackern würde sogar funktionieren, glaube ich. Es gibt Milka mit Tux. Ach so. Warum auch nicht? Natürlich gibt's das. Und du hast es auch gegessen. Ja. Wer sonst? Ich weiß wieder, warum. Das sind zwei so kleine Cracker. Ich weiß wieder, warum mein Fahrrad ein Unterwasserfahrzeug war. Weil wir immer an diese... Kennst du diese... Diese Schilder, die manchmal eigentlich überall verteilt stehen, wo so H2O und so draufsteht, diese blauen, die immer so am Wegesrand sind, so diese kleinen Schilder am Boden, glaube ich, für die Feuerwehr, damit die wissen, wo der nächste Wasseranschluss ist. Nein, nicht wirklich. Kennst du die nicht? Fällt mir das kein? Mir fällt es so nicht ein. Vielleicht würde ich es erkennen, wenn ich es sehen würde. Das könnte so eine Situation sein. Klein und blau und eigentlich immer in so Büschen oder so. Ich habe es gerade nicht vor Augen. Ja, und die haben wir auf jeden Fall gesehen und haben uns gedacht, oh, das ist einfach unser Sauerstoff, unsere Sauerstoffzufuhr. Ironisch, weil da H2O draufsteht. Und dann müssen wir da immer halten und neu die Bubble um unser Fahrzeug herum füllen mit frischer Luft. Das war das Spiel. Ja, sowas habe ich immer gemacht. Ja, ich meine, ich habe auch irgendwie sowas gemacht, da fällt wirklich kein Beispiel. Vielleicht liegt es auch an der Erinnerung einfach. Ich habe vielleicht sehr gute Erinnerungen daran. Ich könnte hier noch 20 weitere Sachen, glaube ich, aufzählen. Aber es ist nicht so interessant, deswegen lasse ich es. Ja, oh, weißt du, was mir gerade auffällt? Ja. Super Tuxcard hat das Feature, welches du für YouTube willst. Nämlich trackt es die gesamte Spielzeit. Oh! Da oben steht einfach nur, wie lange man spielt. Ja. Oh. Nein, das will ich eigentlich nicht für YouTube. Ich will für YouTube die konsumierten Stunden. Ja, ich weiß, aber ich habe es trotzdem gerade gesehen. Müsste das nicht eigentlich möglich sein? Es wäre bestimmt möglich, aber... Sie haben es nur nie gemacht. Sie hätten wahrscheinlich... Ich denke, dass sie auch intern die Daten haben. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das irgendwo zu speichern. Ich meine, zu einem gewissen Punkt werden sie ihre Daten haben, wie viel ein Heavy User ist. Ja. Danach läuft es wahrscheinlich auch, wie viel Werbung sie einem... ich meine, sie speichern ja auch, wie viel Werbung man skippt und wünscht, so. Ich wünschte, ich könnte das einsehen und mich auch einfach vergleichen mit anderen und gucken, wie viel mehr das ist. Ich kann dir versichern, das würden gerne viele können. Ja, ob ich mich denn da wenn du das einsehen könntest, dann könntest du eine Menge lernen über die Website. Und ich würde vor allem auch nicht sagen, oh, so viel verschwendete Zeit, das sind ja Jahre. Na. Da hätte ich ja stattdessen leben können, so ist es ja nicht. Ich habe ja währenddessen auch beim Gucken gelebt. Na. Ich meine, ist nicht so, als ob man vor YouTube irgendwie... Nein, und vor allem guckt man nicht out... Ich habe viel Fernsehen geschaut damals. Das war so viel schlimmer, weil man so viel Werbung geschaut hat. Ja, das war viel schlimmer. Nicht nur wegen der Werbung, sondern weil man auch immer das geguckt hat, was halt da war. Und man konnte nicht einfach mal was Gutes schauen. Ja. Man musste immer warten, bis was Gutes kommt. Das ist immer einer meiner Favoriten, wenn sich die
gefühlt sicher 50 Jahre alt fühlende Leute in meinem Alter ungefähr sein, wenn sie von früher reden. Oh, früher lief noch gutes Zeug im Fernsehen, ja, und ich, so. Ja, ihr habt zu wenig geschaut. Yeah. Ja, ich meine, zum einen, nein, sie haben nicht zu wenig geschaut, sie blenden das alles aus. Zum einen, ja, und zum so, anderen so, ist halt so die Sache, nein, zum einen lief damals super viel Scheiße. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war dieses Ganze dann, oh, und heute dann immer mit dem Smartphone. Wir hatten früher nur unseren Gameboy oder so. Das ist kompletter Schwachsinn. Ich find's komplett schrecklich, wenn Leute in unserem Alter bereits anfangen, die nächste Generation zu schämen. Ja! Sie haben so früh damit angefangen und sie lernen auch nicht raus. Es gibt diese Tatsache, dass bei zu Sokrates Zeiten doch schon so Texte existierten, so die Jungen haben keinen Respekt und bla. Das ist einfach in unserer Biologie normal, dass man das, was die nächste Generation macht, ein bisschen befremdlich findet. Aber ich find's ganz anstrengend, wenn Menschen das dann so als objektiv betrachten. Ja, vor allem wenn so wenig Zeit dazwischen liegt. Ja, ich habe damals auf dem Gameboy gespielt und dein Mobile Gaming Device ist kleiner als meins, hatte beleuchtetes Display. Oh. Wie alt kann man sich machen? Weißt du, wenn Leute mit die 50 sind, irgendwas sagen, macht das noch das Sinn. Das ist eine andere Generation halt, das ergibt Sinn. Sind in einer anderen Welt groß geworden. Wenn einer in meinem Alter sagt, also ich finde das ja nicht gut, wie die Kinder mit den ganzen neuen Medien und so, während wir einen fucking Gameboy hatten in der Schule. Ja. Oder damals sind wir noch rausgegangen. Ich habe damals so viel Zeit wie möglich vom Fernseher verbracht. Und warum sollen Kinder heutzutage nicht mehr rausgehen? Und außerdem gehen Kinder nicht mehr raus. Ich seh Kinder draußen. Kinder sind ständig draußen. Das hat alles nur damit zu tun, wie du aufwächst und welche, was für eine Familie. Ich sag ja gar nicht gute oder schlechte Erziehung, sondern einfach nur, was dein Umfeld macht. Naja. Und nicht, es ist nicht so, als würden die alle nur noch TikTok gucken, sondern das ist auch genau wie MSN und die ganze Scheiße, einfach eine Sache, die sie mitbekommen. Na. Aber das definiert die nicht. Na. Na. Aber gut, was definiert euch? Ist es Crab Racer? Ich hoffe, die Antwort ist ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Crab Racer. Ja. Wir müssen das noch klären am Ende. Ich hasse Generationsshaming, ich finde das absolut nicht zielführend. Wenn eure Generation Z heißt, dann seid ihr quasi schlechte Menschen. Ja, ich finde es so. Es ist so destruktiv ohne Grund. Ja. Es führt nirgendwo hin, die nächste Generation dafür. Man kann doch niemanden dafür beschuldigen, wann er geboren ist. Das ist doch. Das macht doch gar keinen Sinn. Ciao. Tschüss. Außer ihr seid nach dem Jahr 2000 geboren. Ja.